Herzlich willkommen, du Handfan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde Hand-Showdown eingeschaltet hast. Ja, heute mal ungewohnt ohne Kamera. Ich spiele heute mal Lobby, zack. Random Partner 3. Feine Partner, ja. Jetzt nach dem großen Stream, nach dem 6-Stunden-Stream, bin ich mal, mal wieder bereit, eine Runde Hand zu spielen. Hatte jetzt ein bisschen was zu tun mit Gold Rush, was auch richtig lustig ist, das Spiel. Guckt es euch auf jeden Fall an. Oder jetzt Skull & Bones, was den Release-Termin rausgebracht hatte. Ja, ich werde jetzt eher vereinzelt weniger Handfolgen bringen. Also jetzt nicht, dass es komplett aufhört. Okay. Sondern ich werde jetzt vereinzelt. Ja, komm. Geht ja direkt wieder super los, Kinders. Meine Fresse. Ich werde jetzt vereinzelt weniger Folgen rausbringen, weil ich. Och, was ist das denn? Wollt ihr mich gerade veräppeln, ey? Kommt. Einfach nur hart nervig, ey. Ich will auf jeden Fall schauen, dass ich jetzt weniger Folgen bringe, dafür aber halt dann immer, ja, jetzt nicht zusammengeschnitten, also es kommt weiterhin der ganze Grind von mir, also, aber halt ein bisschen, ja, ein bisschen zurückhaltender, sage ich jetzt mal, weil, jetzt habe ich halt Skull & Bones am Laufen, dann noch andere. Ich habe mir jetzt noch hier PlayStation-Spiele liegen. Ich will jetzt auch vermehrt streamen. Einfach nur, weil das irgendwie auch, finde ich, auch ganz cool ist, mal jetzt in diese Streamlücke reinzugehen, wo ich auch überlege, ob ich dann immer mal mich abwechsel. Wo ich auch natürlich, wenn ich Bock habe, auch mal so spontan einen Handstream mache. Wo ich dann mal sage, hey, komm, ich spiele mal so gemütlich freitags abends, freitagnachts noch eine Runde Hand oder mal unter der Woche. Deswegen will ich Hand ein bisschen zurückschrauben erstmal und jetzt vereinzelt. Also wundert euch nicht, dass nicht mehr täglich eine Folge kommt, sondern dass eher dann so alle 3-4 Tage mal eine Folge Hand. Aber dafür natürlich auch der andere Kram noch weiterhin läuft. Wie gesagt, ich will, ich habe mega Spaß an Hand. Ich bin aber halt, ja, dazu gewollt, mehrere Sachen immer zu bringen. Also ich will nicht nur immer ein Spiel auf die Dauer bringen, das bin ich. Ich spiele halt viel zu gern andere Spiele, so wie auch Skull & Bones momentan jetzt dann. Oder halt mal das Gold Rush oder so. Also ich kann mich halt auch immer schlecht auf eins komplett vertiefen. So wie es zum Beispiel Siegesmund oder so macht, der halt nur Hand-Content bringt. Aber es wird trotzdem noch weiterhin auf meinem Kanal kommen. Also da braucht ihr wirklich keine Angst haben, dass das jetzt komplett auf der Strecke bleibt. Ist ein geiles Spiel, ich liebe es, ich finde es super. Und deswegen werden wir auf jeden Fall hier weiterspielen. So viel, wir schauen jetzt mal. Fuck. So, Jungs, wo gehen wir hin? Mit Fire Damage habe ich jetzt. Ah,
Haben wir jetzt nicht so viel dabei, ne? Aber wir hatten echt richtig gute Runden auch im Stream, ne? Das muss ich auch sagen. Auch richtig gute Hits. Gute Kills vor allem. Hitmarker bzw. Hits gesetzt. Ja, alles war da so dabei. Wie wollen wir dann vorgehen? Okay, hier sind keine. Also zumindest habe ich hier keine gesehen. Hast du das getan? Hier rein. Und gucken einfach mal, wo uns der Weg hinführt. Wir brauchen ja eh erstmal nichts.
So, ich geh mal hier rein. Hier sind keine. Waren da welche? Solange ich hier nicht. Solange hier die mich nicht. Oder solange ich kein Hinterhalt irgendwas. Gerade ist mir das eigentlich total egal. So. Na. Ja, die sind ziemlich dicht dran, ne? Mal gucken. Hätte ich auch so in dem Stream so einen nice Double Kill, ne? Zwei Headshots waren es, glaube ich. Come on. Jawohl, einer ist down. Ah, scheiße! Oh, Mist! Der war richtig gut, Mann.
Ja, komm. Aber schon mal einen richtig guten Fight gehabt. Ein bisschen gehittet, Mann. Ja, das war richtig gut von dem, Mann. War direkt Headshot, ja. Machst du nichts. Das halt, ne? Vielleicht auch wirklich so mein Fehler, vielleicht hätten wir auch in Deckung bleiben müssen. Okay, ja krass, ne? Krass, richtig gut, ne? Richtig krasser Fight. Boah, richtig gut, Mann, ist der. Ja, krass, ey. Richtig gut. Was ein Kampf, ey. Richtig krasser Kampf, Mann.
Ja, nice. Boah, du warst ein krasser Typ, ne? Jawohl. Ah, Mist. Ja, machst du halt nichts, ne? Ja, der campt jetzt da oben, ne, der Arsch, ne? Ja, der campt jetzt da oben, der Arsch. Ey, ey, ey. Komm, komm, komm. Ey, das wäre so krass, wenn wir das Ding jetzt holen und Doppelbounty haben, ne? Ja, irgendwie vermute ich so Kopfschuss gleich. Unseren. Irgendwie, ich vermute es. Alter, was eine krasse Runde, ne? Krass, 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 ey, boah. Das ist halt, ne. Das ist halt Kämpfen auf richtig krassem Niveau wieder, ne. Obwohl wir ja auch gut mit am Anfang gehittet haben, ne, also. Denk dran, du hast. Am besten schleich dich irgendwie an, Mensch, Jung. Mein Jung, schleich dich irgendwie an. Das ist so ein harter Kampf, ey. Ja, er hat jetzt sein Buddy halt auch wieder geholt, ne? Sind halt zu zweit, ne? Oh Mist. Ja, scheiße. Aber was ein Kampf, ey. Was ein Kampf. Ah, schade. Schade, schade, schade. Aber wir haben auch ein paar Hits gemacht. Also ich klopfe mir auch so indirekt auf die Schulter. Ich war kurz ein Teil von diesem guten Kampf.
Ja, so kann's laufen, ne? Und wie viele Hunter wurden da jetzt getötet, ey? Sechs Stück. Ja, aber echt eine richtig gute, Mann. Eine richtig gute Runde gewesen. Offering, Mann. Aber was ich trotzdem noch tun werde, genau, das noch kurz so zum Ende der Folge. Ich werde auf jeden Fall noch offscreen mit euch spielen. Also die Lust haben, hey, schreibt mir gerne und wir können auch immer mal gucken. Wie gesagt, es ist nicht aus der Welt. Das soll jetzt nicht heißen, ey, ich beende es hiermit. Nein, wir werden auf jeden Fall weiterspielen. Wie gesagt, es ist jetzt nur so, dass ich halt jetzt nicht mein Hauptcontent auf Hand setze, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.